Einen wunderschönen guten Morgen oder Mahlzeit oder wie auch immer. Ja, letzter Teil vermasselt von der Aufgabe, ganz klar leise sein. Und deswegen kommen wir jetzt zum dritten Teil davon. Und ich habe auch gleichzeitig noch den Wettbewerb angenommen. Und zwar den mit der 44er zu schießen, den Maultierhirschen. Genau, und das werden wir natürlich auch versuchen. Ja, dann brauche ich auf jeden Fall noch die 44er Munition. Dann brauche ich das hier. Und wo bist du, 44er? Dum, 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 dum. Hier. So. Gut. Dann haben wir alles. Jo, dann gehen wir gleich mal rein hier. Und schauen mal, was passiert. Halt, haben wir schon. Dann gleich mal eindüfteln. So. Gut, ja, also ich starte jetzt gleich mal los und hoffe, dass ich diesmal das Glück habe, auf den Maultierhirschen zu stoßen. Und dass wir die Mission endlich abschließen können und weitermachen können mit der nächsten. Denn sonst dauert das immer zu lange. Ja, so ist das. Und das soll eigentlich nicht zu lange dauern. So, ich mache mich jetzt auf alle Fälle auf den Weg. Und wenn sich irgendwas tut, dann melde ich mich bei euch. Bis gleich. Ja, da haben wir schon mal erste Maultierhirsche. Aber leider weil ich eine ganze Gruppe. So viel ich jetzt weiß, sind es 4 Stück. Drei hinter dem Baum und der vierte, der ist jetzt, glaube ich, hinter dem Stein da. Da kommen sie und kein männlicher dabei. Das ist natürlich wieder Vollspitze. Kein männlicher. Da kommt die nächste. Drei Stück sind. Drei Stück und kein Männchen dabei. Was haben wir da hinten noch? Da kommt noch eine. Oh Mann, oh Mann. Eieieiei. Ach, ich habe den Bogen sogar noch dabei, aber keine Pfeile mehr. Ah. Da ist kein männlicher. Fünf Stück schon. Mann, Mann, Mann. Ja, das kann ja wieder was werden. Ich werde trotzdem versuchen, die erste, was kommt, zu schießen. Aber wir wissen mal, ab wann, dass ich ungefähr die 40 Meter habe. Jetzt lasse ich mal zu der Straße kommen. Und dann schauen wir mal. Machen wir mit dem Revolver auf alle Fälle. So, dann kommen wir noch ein bisschen näher. Also männlichen sehe ich jetzt nirgends. Wirklich kein männlicher dabei. Verdammt nochmal. So, jetzt müsste ich wissen, wie weit jetzt die weg ist. Die vordere. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich nehme das Gewehr. Das glaube ich besser. Ich denke auf alle Fälle, dass das reicht von der Entfernung her. Dass ich so nah auch ein Ding bringen muss, einen männlichen. Gut, jetzt sehen wir dann gleich, wie weit, ob es von der Entfernung reicht, dass ich ungefähr ein Maß habe. Dann mal hoffen, dass wir irgendwo anders ein Maultierhirsch finden.
So, dann schauen wir mal. Aus 28 Meter, also wir können ruhig noch ein bisschen weiter weg sein. Okay, genau, wissen wir Bescheid. 63 Kilo. Gut. Jo. Dann mache ich mich mal weiter auf die Suche. Und hoffe mal, dass ich sobald wie möglich an den männlichen hier rankomme. Bis später. Okay. Leider ist das ein Weißwedelhirsch. Aber wir versuchen trotzdem. Denn vielleicht ist es ja der Hirsch, Weißwedelhirsch des Lebens. So, jetzt erstmal in die Hocke gehen. Einfach mal schauen, das muss von da drüben irgendwo kommen. Gut, bei dem Weißwedelhirsch brauche ich jetzt nicht auf die Entfernung aufpassen. Sobald wir ihn sehen und treffen können, holen wir uns. Ja, jetzt warte ich einfach erstmal hier ab, was sich tut. Und vielleicht kommt ja doch noch irgendwo ein Maultierhirsch um die Ecke geschossen. Und dann werde ich auf alle Fälle euch wieder zurückholen. Ja, bis gleich. Ja, Leute, da ist er, der Weißwedelhirsch. Ja, Sichtung Hammer, männlich, okay. Dann gehen wir mal in die Liege und schauen mal, ob wir ihn erwischen. So, getroffen ist er auf alle Fälle. So, dann schauen wir mal hin zur Stelle. Der gespannte Groß der ist und wo ich getroffen habe. So, jetzt müssen wir gleich die Spur finden. Da, wo ist er? Da, vorne ist er. Gut, schauen wir mal. Ah ja, war Körper. Also kann sein, dass wir ein Stück weit hinterher müssen. Ah, Level 2 erreicht, das ist auch cool. Ach, da liegt er schon. War doch nicht so weit weg. So, jetzt bin ich gespannt. Auf den Score. Also aus 90,8 Meter in den Körper. 66,3 Kilo, 120,710 der Score. Naja, sieht ihr eigentlich. Ach, Distanz erhöht, abgeschlossen. Okay, das heißt, ich habe jetzt eine Mission vom Weißwedelhirsch schon erledigt. Naja. Dann kann man das Ganze ja Distanz erhöht Weißwedelhirsch mit dazu schreiben, wenn ich es nicht vergesse. Und ich mache jetzt natürlich weiter mit ganz, ganz, ganz leise sein. Und schauen wir mal, ja, was wir erwischen. Ich gehe zurück auf den, auf die Straße und laufe da einfach weiter auf dem Weg. Und ja, dann werden wir ja sehen, was sich so tut. Gut, ja, bis später. Ja, Leute, jetzt habe ich wieder ganz nah einen Weißwedelhirsch. Ist ganz nah. Und weg ist er. Okay. Haben schon wegrennen hören. Naja, so schnell geht's. Ich habe ihn die ganze Zeit nicht gesehen und gehört. Und dann kurz, wo ich vor ihm gestanden war, da hat er dann gecallt. Und naja, sowas passiert eben. Gut. Ich suche mal weiter nach unserem Maultierhirsch. Irgendwo finde ich schon einen. Da drüben hat gerade wieder ein Weibchen gerufen, gecallt, aber das lasse ich jetzt einfach mal. Und konzentriere mich lieber auf den männlichen. Ja, und hoffe, dass ich bald einen habe. Bis gleich. Okay, jetzt habe ich einen männlichen Maultierhirschen. Ich denke mal, wir werden, lege mich jetzt da oben auf den Hügel und schau einfach, dass ich den so nah wie möglich ranbekomme, dass wir den Schuss absetzen können und dann eventuell die Mission
Ja, geschafft habe. So, dann schauen wir weiter. So, jetzt müssen wir vorsichtig. So. Sehe da jetzt noch nichts. Wenn ich mich jetzt hinlege, sehe ich erst recht nichts mehr wegen dem ganzen Gebüsch und Gestrüppzeug. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Ich crawl jetzt mal nochmal. Hoffen wir mal, dass er kommt. Und wenn dem so ist, dann hole ich euch gleich wieder dazu. Bis gleich. Hey, hier kommt er schon. Unser Maultierhirsch. Das müssen wir ihn jetzt aber so weit wie möglich ranlassen, weil ich brauche 46 Meter. Ich weiß nicht, ab wann, dass ich die 46 Meter habe. Aber jetzt bestimmt noch nicht. Da werde ich natürlich mit dem Revolver schießen, weil ich den Wettbewerb mitlaufen habe. Und bei, wenn er richtig nah da ist, dann geht er schon. So. Nur die Waffe. So, noch ein bisschen warten. Ich habe kein Entfernungsmesser und ich möchte auf Nummer sicher gehen. So. Ich glaube, das reicht. Ich höre ihn. Das reicht, glaube ich. Und er liegt. So, dann schauen wir mal. Ich hoffe, es hat ausgereicht. So, dann schauen wir gleich mal, ob das die 46 Meter waren. In die Leber getroffen. Aus 22,5 Meter. Jawohl, wir haben es. 153.700 Score, 95,9 Kilo. Jawohl, Mission ganz, ganz leise sein, haben wir abgeschlossen. Super, was für Position habe ich? 3 in der 44 Mule, die ihr habt. Ja, halt. Jetzt muss ich nur ich möchte dein Gesicht ein bisschen sehen, dein Kopf, dein Kopf, dein Kopf, genau so. Und das Geweih ein bisschen drehen. Ach, nicht so. Mann. Ja, dann machen wir das so. So. Gut, ja, dann war's das schon mal. Wir haben wieder mit den Missionen erledigt. Ich schaue gleich, was für nächste Mission ist und werde die dann auch gleich drehen. Denn vielleicht schaffen wir es ja auch noch bei dem Wettbewerb, der was ja eigentlich noch, glaube ich, 2 Tage läuft, eine gute Platzierung zu bekommen. Also ich weiß, über 400 Leute machen mit und jetzt habe ich schon mal die Platz 2 erreicht. Ist ganz gut. Und ja, suche mir gleich die nächste Mission raus, also die nächste Mission für Maultierhirsche. Die für Weißwedelhirsche nehme ich jetzt nicht mehr weiterhin an, die machen wir dann, wenn wir so weit sind. Und dann, ja, mache ich gleich die nächste Folge. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und liken und abonnieren und kommentieren. Und ihr wisst schon, alles nicht vergessen. Ja, und dann grüße ich euch natürlich alle, ist ja klar. Und bis zur nächsten Jagdsitzung und euch Weidmannsheil. Bis denn.